Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir starten wie immer mit einem kleinen Rundflug, so nenne ich das einfach mal. Ja, wir haben im letzten Video, ich kann das Spiel auch schon mal langsam laufen lassen, im letzten Video die Mohole-Mine gebaut, die dafür wir sorgen wird, dass wir sehr viel Metall, sehr viel Edelmetall, also sagen wir mal sehr viel Metall bekommen werden, Edelmetall. Die bekommen wir hier 20 pro Sol, das ist auch schon gut, aber nicht überragend. Ja, so außerdem haben wir mittlerweile eine ganze Menge Leute mit Spezialisierung. Wir haben mittlerweile zwei Mars-Universitäten, die wir im Einsatz haben, und ja, werden jetzt in diesem Video vorrangig uns damit beschäftigen, dass wir hier oben noch mehr Wissenschaftler irgendwie ranholen, und außerdem werden wir, falls wir die Ressourcen bekommen, den Weltraumlift planen, damit wir einfacher noch das Edelmetall zur Erde hintransportieren können, und dann wird auch der Einkauf für unsere Ressourcen, die wir auf der Erde kaufen, wird auch billiger. Das werde ich euch dann auch zeigen, wenn die fertig wird. Allerdings ist das nächste, was ansteht, ist erstmal ein Meteoritensturm. Und ja, für den werden wir uns wappnen müssen, indem wir ein paar Verteidigungstürme bauen. Wir haben einen hier, der fast alles abdeckt. Da würde ich mal sagen, wenn wir hier einen da bauen, der müsste dann ja eigentlich den Rest abdecken können. Hier haben wir auch einen, hier ist es gut, hier ist es auch überall gut, hier ist es nicht gut, hier ist gar nichts. Da bauen wir mal einen hier, für den Fall, dass unser Drohnen-Hub hier zerstört werden würde, würde ich es hier neu aufbauen, weil das da oben eigentlich Quatsch ist. Das ist so weit weg von allem anderen. Hier lohnt es sich nicht, eins zu bauen. Und hier unten haben wir auch einen, der fast alles abdeckt. Ja. Das sollte dann so funktionieren. Die Ressourcen dafür haben wir auch auf jeden Fall. Dann lasse ich es zumindest schon mal einen Tacken schneller laufen. Okay. Was ich auf jeden Fall auch machen möchte, ich möchte noch mehr Batterien bauen. Einfach um in den Fällen, wo wir so einen hohen Stromüberschuss haben, noch mehr einzuspeichern. Ja, das machen wir auch direkt an verschiedenen Stellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo wir das machen. Vielleicht hier noch. Ja, eigentlich macht es eher da Sinn, wo wir sowieso schon auch Polymere brauchen. Zum Beispiel hier. Brauchen wir wieder an beiden Seiten der Leitung jeweils eine Batterie. Da kann man nämlich, wenn die gebaut sind, schon 21.000 speichern. Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man da noch extra ein Update aktivieren muss. Aber es muss man nicht. So, dann würde ich ganz gerne, das machen wir auch mal direkt, hier eine schöne Lampe bauen. So. Ach so, kann ich in einer Kuppel platziert werden? Okay. Dann bauen wir doch mal hier eine Lampe, die den Eingang hier anstrahlt. Ich habe die noch nie gebaut, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal, was die so Schönes kann. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, was die für einen Effekt hat. Gar keinen. Ja, macht die Nacht auf dem Mars etwas heller. Ja, das ist auch ein Effekt. Okay. Ja, vielleicht werden wir damit sogar große Teile unserer Karte heller machen. Ich weiß nicht, ob das gebaut ist. Es schon. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ah, es wird gleich Nacht.
Sehr schön, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Na gut, hat jetzt direkt in der Nähe der Kuppel noch nicht so den Rieseneffekt, aber dann werde ich davon noch mal eine an anderer Stelle bauen. Nämlich hier, dass unsere Ressourcen mal ein bisschen beleuchtet werden. Muss ich wahrscheinlich auch noch Strom ranlegen? Ja, genau. Jetzt ist die Nacht schon wieder rum. Müssen wir aber den nächsten Tag abwarten. So, außerdem gab es noch den Hinweis vom Burkhard. Das mit den Lampen kam übrigens auch vom Burkhard. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Dass wir hier ja noch ein paar Parks bauen können. Oder auch was anderes, aber sind hier immer Parks eigentlich am sinnvollsten. Bauen nämlich einmal dort einen kleinen Brunnen. Hier einen kleinen Garten. Und hier würde ich dann mal ganz gerne. Muss ich mal eben. Ja, ist schon richtig. Ne, ist nicht richtig. Geht. So. Kleine Gassen bauen. Habe ich völlig vergessen, dass wir hier an diesen Kuppeln diese kleinen Flächen haben, die wir bebauen können. Und die uns einfach auch helfen. Ja. Ja, okay. Dann hatten wir noch einen Punkt offen am Meteoritensturm. Ich will mal eben kurz schauen, ob hier. Ja, das sieht doch, naja, nicht perfekt aus, aber. Ja, wird schon schief gehen. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich die noch. Obwohl, nee, viel weiter hätte ich die in die Richtung Norden bauen dürfen. Sonst hätte es hier wiederum nicht gepasst. Gut, eine Baustelle, die wir noch haben, sind die Drohnen hier, die permanent hier versuchen, das Metall einzusammeln. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das irgendwas nützen würde, das Drohnenhub abzureißen oder hier die Drohnen zerlegen. Wir können das einfach mal machen. Die ganzen Drohnen, die hier dazugehören, alle zerlegen. Wir haben unseren Rover, den wir gucken. Ja, können wir gerade machen. Wenn wir den hier wegschicken. So, der nimmt natürlich seine. Achso, nee, das sind gar nicht die Drohnen von da, die sind von hier. Ah, okay. Ja, dann versuchen die Drohnen, jetzt machen die das eben. Das Problem ist ganz einfach, dass hier Metall liegt und das versuchen die einzusammeln. Das ist jetzt unabhängig davon, welche Drohnen das sind. Da liegen halt drei Stücke Metalle. Und die kommen da einfach nicht ran. Und wenn ich jetzt hier die Drohnen wieder neu rufe, seht ihr das? Die platzieren sich direkt wieder da, um eben zu versuchen, die Metalle einzusammeln. Also ist ohne Effekt das Ganze. So, der Meteoritensturm geht los. Und ich glaube hier oben. Ja. Research complete. Ja, okay. Also ein weiterer Meteoritensturm, der uns nicht wehtut. Und wir haben eine sehr schöne Forschung fertig. Heimatgemeinschaft. Das besagt, dass wir jetzt, ich glaube, Wohngebäude upgraden können, dass die noch mehr Komfort liefern. Genau. Poli ist schon wieder was Poli mehr kostet. Warum kostet alles Poli mehr? Ja, unfassbar. Dann machen wir es erstmal nur in diesem einen hier. Warten mal eben, bis das fertig wird. Und dann müsste der Komfort eigentlich auf 75 steigen, oder? Ja, 65 plus 10 sind, glaube ich, 75. Cold wave approaching. Warum?
Wir haben 129 Polymere. Wo sind die denn alle? Höchstwahrscheinlich in der Nähe von hier oben. Weil wir hier die drei Polymerfabriken haben. Ja, hier ist alles voll. Warum werden die denn nicht... Meteor incoming. Oh. We have an oxygen shortage. Ach so, ich habe die ja nicht aktiviert. Guten Morgen. Aber warum? Eigentlich war doch der Meteoritensturm an ganz anderer Stelle hier oben. Na gut, es war vielleicht ein Einzelner, der sich verirrt hat. Das dürfte aber recht schnell hier behoben werden. Den schicken wir jetzt wieder auf Reise. Ich wähle das hier immer mal wieder manuell aus an die einzelnen Tunnel, weil wir können es ja einfach mal machen. Wir geben da mal den... Okay, jetzt nutzt er das doch, okay. So, Polymere laden wir hier ab. Anomaly found. Dann müsste das ja eigentlich zackig erledigt werden. Du kannst zurück nach hier. Um die Anomalie kümmern wir uns gleich. Ich möchte jetzt hier mal eben sehen. Ja. Sowohl die Wartung als auch das Upgrade müsste dann gleich ja passieren. Schiebt das hier mal auf 15 Drohnen hoch. Wie viel haben wir hier? Einfach um das ein bisschen zu beschleunigen, weil ich sehe, dass sich hier überall Sachen sammeln. Auch hier sind... Ah, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier kein Betonlager haben. Auch mal kurz zwei Stück. Jetzt müssten die nämlich wieder an. Genau, jetzt fangen die auch an, das zu zerlegen. Okay. Wahrscheinlich war auf dem hier alles voll. Ja, ja, jetzt noch 27, das wird gerade voll gewesen sein. So, ja, genau. Jetzt haben wir hier Komfort 75. Sehr schön. Deutet aber, wir müssen noch mehr Polymere sammeln oder eben welche kaufen. Erstmal schauen wir nicht, ob wir nicht Wissenschaftler haben, die wir hier runterbringen können. Das ist schon mal... Naja, einer ist nicht sehr viel. Aber Geologen können wir auch gebrauchen. Botaniker. Ja. Nee, dann machen wir lieber mal eine Frachtrakete und bringen uns alles, was wir haben. 105 Polymer, ui. Ja. Polymere, dann können wir nämlich auch anfangen und unser nächstes Wunder bauen. Nämlich den Weltraumlift. Wo platzieren wir den? Ich denke, hier ist ein guter Standort. Ja. Strom holen wir von hier. Und... Ach, schade. Ich dachte, dass wir hier vielleicht ran können, aber das geht nicht. Anomaly found. Müssen wir ja schon irgendwie... Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo das Ding seine Anschlüsse hatte. Ich lasse es einfach mal für den Moment so und schließe es dann erst an, wenn die, wenn das gebaut ist. Ich glaube, dass hier oben welche waren und hier, aber ja, weiß es eben nicht. So, unser Meteoritensturm ist gleich vorbei. Dann
können wir hier loslegen mit unserem Kunde. Den losschicken können wir denn eigentlich schon. Und genauso einen der beiden Transporter. Dürfte sich nämlich. Ja. Bisschen was angesammelt haben. Nutzen wir mal eben die Gunst der Stunde und schauen, ob wir hier irgendwo noch Lagerflächen haben, außer hier. Glaube nicht. Aber dem habe ich jetzt schon den Befehl gegeben für Autogazer. Und du fängst hier an. Seht ihr das, wie sich die Anzahl der Metalle hier entwickelt? Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, Rakete lassen wir hier landen, dass wir hier schön nah die Polymere auch direkt haben. Haben wir schon fast genug. Ausfallmeldung mache ich mal weg. Kältewelle. Ich stopp mal kurz, weil ich überlegen möchte, ob wir hier, da haben wir schon eine unterirdische Heizung. Nee, wir lassen es erstmal so. Halt 21.000 Strom gespeichert, da dürfen wir ein bisschen mit über die Runden kommen. Treibstoff, du hast nichts zu tun. Anomaly analyzed. Dann bring du bitte Treibstoff, Treibstoff und noch mehr Treibstoff hierher. Das gleiche gilt eigentlich auch für Beton. Wir brauchen ja auch noch mehr Beton. Das war Nummer 1 und bitte noch Nummer 2. Wir müssen auch noch mal einen Tunnel hier rüber bauen. Wir haben hier noch zwei Anomalien, die wir noch erforschen können und sollten. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom das Ding braucht. Ich glaube 40 kann das sein, dass ich meine, dass ich irgendwas von 14 gelesen habe. Jetzt packt der wieder rum. Anomaly analyzed. Hat er hier schon alles Media eingesammelt? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Jeden Fall. Haben wir jetzt die beiden Anomalien analysiert, dann können wir unseren Kunden zurückschicken. Ich stelle hier mal die Priorität ein runter. Dass wir erstmal uns um die anderen Sachen kümmern. Nicht, dass hier irgendwelche Wartungen oder sowas auf der Strecke bleiben. Das ist ja auch interessant, dass der Bereich hier drum automatisch erhitzt wird. Da können wir hier natürlich auch noch gut Sachen bauen eigentlich. Schwerkraft. Ah, wir können die Megakuppel bauen. Ist noch nicht das Wunder, aber dann wird das auf jeden Fall die nächste Kuppel, die wir bauen werden. Ich habe jetzt noch keine geplant, weil wir erstmal hier noch
jede Menge freie Wohnplätze haben, aber nichtsdestotrotz ist das was, was wir auch dann schon mal angehen sollen. Über die Stromknappheit, das war auch das Ziel, das ich hatte, das tut euch jetzt nicht mehr weh, wir haben so viel Strom gespeichert. Kostet dann vielleicht ein paar Poli mehr extra in Erwartung, aber ja, das tut uns nicht unbedingt mehr weh. Dann lasse ich den noch mehr Treibstoff holen. Ja, eigentlich würde mehr Sinn machen, wenn der... Oh, wir haben hier schon alles abgeholt, okay. Wir haben hier auch kaum noch Beton. Wo ist denn unser... Hier? Hier haben wir noch, aber das ist so viel auch nicht mehr. Haben wir denn... Muss ich gleich mal eben schauen. 695, naja, das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Da ist noch ein bisschen. Und hier... Auch noch. Okay. Dann sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen Betonproduktion aufbauen. Ist nur die Frage, wo wir das machen. Irgendwo, wo wir auch noch sehr viel Beton haben. Hier ist noch 1100. Und es werden wir wahrscheinlich da als erstes nochmal aktiv, weil wir das am einfachsten einbinden können. Hier haben wir noch. Ja. Erstmal. Nee, bevor wir den rüberschicken, gucken wir, wie weit hier die Wartung ist. Wir fordern die einfach schon mal eben an. Müssen wir den ja, obwohl, ne, der braucht keine Wartung, dann sollte das auch ohne den Rover funktionieren. Schicken wir den nämlich hierher, dass wir hier nochmal wieder ein bisschen was aufbauen. So, du gehst jetzt auf automatische Sammelmission und ich würde mir das ganz gerne nochmal ansehen, solange bleiben wir da jetzt drauf auf dem, wo der das hinbringt. Ich mir gedacht, er bringt jetzt das bisschen Metall weg. Logisch wäre jetzt für mich, dass er das hier unten hinbringt. Hier. Wenn hier Metalllager, ja. Gucken wir mal, wie logisch der ist. Oder ob der so denkt wie ich. Sagen wir mal so. Er scheint nämlich eine andere. Nee, der fährt dahin. Muss ich da einfach zwischendurch immer mal ein Auge drauf werfen. So, wir bauen jetzt hier. Was bauen wir denn hier? Kann man eigentlich alles aktivieren? Ich würde sagen, wir bauen hier einen Stirling-Generator. Dann bauen wir Betonextraktor. Fangen wir mal da an. Ruhkabel. Wir müssen nur warten, bis die Materialien geliefert werden. Oh shit. Ich glaube, der hat schon wieder was weggebracht und ich weiß nicht wohin. Ja, ist egal. Wir lassen ihn einfach mal weitermachen. Können ja hier auch manuell Sachen liefern, wobei das eigentlich ja von alleine passieren muss. Okay, wir können hier noch
Ja, wobei hier ist auch nicht so viel Beton. Wenn wir das da jetzt wegholen, fehlt das da ja. Hier ist auch fast nichts. Hier ist auch alles weg. Hm, merkwürdig. Ah, hier haben wir noch. Sehr schön, dann bitte hier aufladen. Alles hier ran, die wollen erst machen, die Drohnen. Moment, ja gut, wir brauchen hier noch ein paar für die anderen Gebäude in den Kuppeln. Aber so ganz viel muss es dann gar nicht mehr sein, sondern eher noch Polymere und Maschinenteile. Da wir jetzt an einem Punkt in diesem Spiel sind, wo wir nicht mehr ganz so sehr auf die kleinen Ressourcen achten müssen, lohnt sich hier auch einen Drohnen abzubauen, denke ich. Du kannst nochmal anfangen zu sammeln. Jo. Schauen wir mal eben nach der Forschung. Dass wir noch die Wunder erforschen, die wir noch nicht erforscht haben, nämlich einmal den Ausgräber und die Traumrealität, das Morpheus-Projekt. Und jetzt möchte ich mir erstmal anschauen, ich habe nämlich noch nie eine große Kuppel gehabt. Megakuppel. Boah, das ist aber ein Trümmer, mein lieber Scholli. Soll man die denn bauen? Mal hier. Hier zum Beispiel wäre ja schon Wahnsinn. Das Ding ist ja da. Die ist mal groß. A colonist has died. Hier wäre natürlich auch gut. Müssen wir mal das Ding hier abreißen. So. Komm mal dahin, reiß das ab. Dann müssten wir die doch hier bauen können, oder? Die, ja, dann können wir alle drei Metallvorkommen mit einer Kuppel erreichen. Ja, ich glaube, ohne Metall. Ja, ich denke, das werden wir trotzdem machen, nur noch nicht jetzt. Wir können nicht, will nicht zu viel in ein Video packen. Wir haben hier schon nur noch ein paar Polymere. Also Polymere sind echt immer noch nach wie vor das Problem. Wir gucken mal, ob wir diesmal ein paar mehr Wissenschaftler haben. Eins. Einer, das ist ja... Nee, dann schicken wir noch mal eine Frachtrakete los mit vielen Polymeren. Ja. Und wenn die gleich ankommt, dann spätestens dürfte das Gebäude fertig gebaut werden. Vielleicht ist das sogar schon fertig, bevor die ankommen. Es sind noch 1,8 Polymere, die fehlen. Dass wir hier eine Metalle haben, ne? Guckt euch das mal an. Wir haben hier gleich den Speicher schon wieder voll. Wahnsinn. Ich mache einfach mal folgendes. Ich baue hier nochmal einen ganzen Schwung weiterer Metalllager, einfach weil, ja, ich habe da gerade keinen anderen Verwendungszweck für, außer den einzulagern. Ah, es wird gerade gebaut, sehr schön. Können wir jetzt schon sehen? Ne, können wir noch nicht.
Okay, das ist aber eine lange Leitung. Warte auf Export, ja, da kommt ja schon einiges. Da braucht das gar keine Rohrleitung. Nee, sieht nicht so aus. Ah, okay. Ja, dann können wir uns das natürlich auch sparen. 40 Strom, das ist ja tatsächlich überschaubar für das, was das Ding machen wird. Ich weiß nicht, ob der das jetzt von alleine gleich macht, diesen Export. Ich habe das Ding noch nie gebaut. Ich habe es nur schon bei anderen gesehen. Ich vermute fast, dass er gleich einfach losdüst. Oder? Ja, es ist auf grün geschaltet, also das verbietet den Export von Edelmetallen. Jetzt ist es erlaubt, oder? Ja. Ja. Das war schon richtig so. Ah, jetzt ist was passiert. Habt ihr das gesehen, wie das hochgedüst ist? Boah, und es gab 2,4 Milliarden. Ja, okay. Das ist die reinste Gelddruckmaschine. Gut, wir werden natürlich die Edelmetalle, die wir haben, wenn wir das Ding jetzt laufen lassen, sehr schnell weggeschickt haben, aber ein paar Mal lassen wir das Ding auf jeden Fall noch verkaufen. Was ich euch zeigen wollte, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade geht, genau, mit dem Weltraumlift, was hier die Sachen jetzt kosten. Polymere 35, Maschinenteile 45, elektronische 50, also 35, 45 und 50. Das können wir uns ja einfach mal merken. Die Fertigbauten. Eine Elektronik, es scheint die Hälfte zu kosten, die kostet sonst 600 Millionen. Wahnsinn, das ist einfach mal die Hälfte. Diese hier weiß ich, die habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, dass die 90 Millionen kosten, die Maschinenteile. Wahnsinn. Da werden wir aber, wenn die Rakete zurück ist, mal schauen, um das zu vergleichen. Vielleicht stelle ich die aber auf eine niedrige Priorität, weil wir sind ja nicht zwingend in Geldnot, dass das da ruckzuck, aber ist schon wieder voll. Dann können wir eigentlich mal ein bisschen langsamer jetzt laufen lassen und uns das Ganze gleich mal ansehen. Jetzt scheinbar hier dann alles draufgepackt und dann düst das Ding gleich los. Schade, dass es kein Countdown oder sowas gibt. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen schneller gestellt, aber ich möchte den Moment auch nicht verpassen, wenn das Ding einen Abflug macht. Wie wir sehen wir nichts. Eigentlich muss ich, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, machen diese Wunder diesen Schwierigkeitsgrad viel zu einfach. Das würde, glaube ich, mehr Spaß machen und wäre auf Dauer herausfordernd. Da ist es losgedüst. Auf Dauer herausfordernder ohne die, weil wenn man sich das mal hochrechnet, dass diese beiden Dinger jetzt hier, die 6 Maschinenteile Wartung kosten und 80 Strom, uns alle 5 Tage 2,4 Milliarden Dollar einbringen. Plus 250 Metalle in 5 Tagen. Das ist ja. Das nimmt ja eigentlich jegliche Schwierigkeit aus dem Ganzen raus. Wenn ich dann jetzt noch gucke, das ist ja noch. Welche Wunder haben wir noch? Wir haben die künstliche Sonne, die ja an für sich auch schon, ja, was ich dazu sagen, der erzeugt 1000 Strom und ja, braucht 3 Polymere zur Wartung. Ist okay, die braucht ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Wasser, um einmal anzulaufen, aber das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir noch das Omega-Teleskop, das wir auch demnächst mal
aufbauen können und sollten, auch werden. Wer weiß, was das noch wieder bringt. Bahnbrechende Technologien, ja, was kommt da denn noch wohl? Nee, machen wir jetzt nicht. ja, das hier ist auf jeden Fall zu krass, in meinen Augen. Das ist geringe Auslastung, okay? Ich hätte jetzt was anderes erwartet. Treibstoff war, glaube ich, das einzige, wo wir halbwegs knapp dran sind. Bedeutet eigentlich, wir müssten noch so ein bis zwei Treibstofffabriken bauen. Wovon wir eine. Jetzt habe ich da schon alles gebaut. Eine hier bauen. Ja. Und wir bauen noch eine einfach auf der gegenüberliegenden Seite. Lager für die Treibstoffe haben wir hier ausreichend. Funding received. So, Rakete los, da gab es die nächsten 2,4 Milliarden von hier. Ja, unfassbar. Ja, wenn man das sieht, wie schnell wir jetzt 7 Milliarden haben. Unglaublich. Unglaublich. Wir waren gerade auf Null. Ja, also gerade diese beiden Wunder hier in Kombination. Eigentlich ist jedes Wunder für sich viel zu stark. Das halbiert ja auch noch unsere Einkaufskosten. Das sorgt einfach für unglaublich viele Metalle. Dann haben wir die Geoscape-Kuppel, da bin ich auch schon mal gespannt, was das wiederum wird. Ja, der Ausgräber, der macht, glaube ich, wenn ich das richtig habe, pro Tag 50 Beton. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Dann hier das Morpheus-Projekt, das einfach mal so bei allen Erwachsenen Stärken erzeugt. Ganz zufällig. Ja. Also die finde ich zumindest, also diese beiden hier sind eindeutig zu stark. Die künstliche Sonne eigentlich auch, weil man sieht ja jetzt, wie viel Metalle wir haben, dass ich könnte hier ohne Probleme rundherum Solarkollektoren pflastern, die rund um die UR auch noch Strom erzeugen und einfach nur Metalle als Wartung brauchen, von denen wir Unmengen, aber wirklich Unmengen haben. Das ist ja, weil wir brauchen davon 25,6 pro Tag und wir produzieren 109. Klar, sind das hier irgendwann Quellen, aber da sind noch 44.000 drin, also Beton, okay. Ja, die Upgrades dafür kaufen, das lohnt sich auch nicht. Ja, zerlegen. Und dann bauen wir den nächsten. So will ich die ja so bauen. Einen da. Die brauchen 5 Strom, ne? Der braucht 3 Strom, dann kann ich gar nicht mehr als einen gleichzeitig betreiben. Was ja auch nicht schlimm ist. Das hier eilt ja nicht. Funding received. Da ist der Rover, den schicken wir mal zu der uns bekannten Stelle. Wieso haben wir denn jetzt 1000? Ach so.
Sehe ich jetzt nicht. Egal. Aber auf jeden Fall hören wir da jetzt erstmal mit auf. Sonst haben wir nämlich keine Edelmetalle mehr hier irgendwann. So, und wir haben unsere Rakete zurück. Und jetzt können wir mal eben vergleichen. Ja, ist tatsächlich die Hälfte, was die Sachen kosten. Unglaublich. So. Wissenschaftler, das ist schon mal gut. Mediziner, Botaniker, Geologe brauchen wir dort, Geologe, nochmal Botaniker, Mediziner, Geologe. Ja, da haben wir schon mal 11 von 12. Dann nehmen wir noch einen Ingenieur mit, der kann ja dann in eine andere Kuppel gehen. Los geht's. Habe ich hier eigentlich Ingenieure verboten? Nee, aber können wir noch machen, weil die brauchen wir hier tatsächlich nicht. Kann nämlich der Ingenieur direkt hier hingehen. Warum um alles in der Welt? Achso, wir haben wahrscheinlich einfach zu wenig Geologen, oder? Nur 8. Kann ich nicht hier auch? Ja, kann ich. Stelle ich nämlich mal einen hier auf Wissenschaftler. Dass in dieser Uni hier nur Wissenschaftler ausgebildet werden. Dann machen wir hier Folgendes. Wenn ich es denn, na, hier ist es glaube ich dabei, ne? Genau, wir bauen hier direkt noch ein weiteres. Machen wir mal hier neben. Drehen wir das so, ja. Noch ein weiteres Hawking-Institut. Polymere, okay. Also das steigt auch. Muss ich hier dann gleich, wenn das fertig gebaut ist, noch eben die Einstellungen vornehmen. Dass wir da auch nur Facharbeiter haben wollen. Das sind nur noch 3 Wissenschaftler, okay. Da haben wir einen verloren. Wenn man das so nennen darf. Okay, fertig. So, hier nur Spezialisten und bitte beide Upgrades kaufen. Und dann dürft ihr da Tag und Nacht arbeiten. Ah, was wir hier natürlich auch noch schnell bauen müssen, ist Wohnraum. Apartments, weil sonst kommen die hier ja gar nicht rein. Mal 3 Apartments dazu. Dann haben wir hier wieder ein paar mehr. Habe ich eigentlich den Netzwerkknoten schon erforscht? Nee. Kommt ihr als nächstes mit hier in die Reihe und wir können ein wenig auslagern. Ist ja nicht so, dass wir gerade nicht so viel Kohle haben. So. Oh, unsere Rakete ist da. Wir warten aber mit dem Landen eben, bis wenigstens eins der Apartments fertig ist. Nicht, dass wir da, dass die sich eine andere Kuppel suchen. Okay, wir verbrauchen auch mittlerweile wieder mehr Essen, als wir produzieren. Research complete.
wir hier eh nur Botaniker am Arbeiten haben, können wir das auch so lassen. Beziehungsweise können wir das auch so einstellen, dass da nur Botaniker arbeiten. So, ist fertig. Dann. Ja, wir haben noch einen Staubsturm, okay. Kaufen wir das Upgrade noch. Hier gibt es auch noch ein Upgrade. Verringert die Anzahl der Arbeiter um 2. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Kompakte Hangars, das war doch. Ja, wir können mehr Shuttle kaufen. Seht ihr das, wie wir jetzt hier durch die Forschungen fliegen? Dann können wir auch die kleineren Jahre jetzt mal mitnehmen. Fördert die ja, schneller Worker oder mehr Workaholics und Hippies. War eigentlich nicht so ganz auf den ersten Blick den Vorteil der Hippies sehe, aber den wird es sicherlich auch geben. Wieso gibt es hier keine Wartung? Weil hier. Aber das ist doch hier in Reichweite. Aber hier, wir haben ja keine elektronischen Geräte. Aber wir haben 325. Wo sind die denn alle? Hier oben wahrscheinlich, ne? Hier produzieren wir die meisten. Okay. Dann bringen wir mal eine Ladung voll hier runter. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden. Wir werden zusätzliche Drohnen kaufen für beide. Shuttle Hubs, die können zwar jetzt nicht. Oh doch, der Staubsturm ist ja vorbei. Dann können wir auch unsere Rakete landen lassen. Sehr schön. Und da müsste die alle da reinlaufen, außer ein Ingenieur, der müsste eigentlich woanders hinlaufen. Schauen wir mal, ob das so ist. Ja, New colonists have arrived. Einer läuft in die andere Richtung, die anderen laufen alle da rein. Warum der jetzt diesen. Ja? Achso, der geht direkt arbeiten, der Geologe. Der ist ja auch cool drauf. Nicht erstmal gucken, wo wohne ich hier überhaupt? Nee, wir gehen erstmal arbeiten. So, wie ist denn jetzt hier die Wissenschaftsleistung? Hawking Institute 745. Den paar Männchen. 6. Was das wohl mal gibt, wenn wir die komplett ausgebucht haben, die Dinger. Und noch ein Netzwerkknoten da drin. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Genauso freue ich mich darüber, wie ihr alle das Video euch so schön angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen an dieser Stelle wieder ein Ende für diese Folge. Ja, in der nächsten werden wir entweder eine ganz große Kuppel bauen oder wir bauen ein weiteres Wunder oder ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Also danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.